Na, kriegen wir das Ding vielleicht heute durchgespielt? Shadow World 4. Oh. Okay. Gehe von einem Nein aus, weil wir haben gerade wieder ein Geisterhaus. Aber damit erstmal herzlich willkommen zurück in Super Mario World 21, das Endgame. Diesmal lasse ich mich nicht verarschen. Ah ja, hätte ich wahrscheinlich einen Panzerdingsbums gebraucht und dann hätte ich wahrscheinlich einen One-Up bekommen. Komm, ey! So kurz vorm Checkpoint wieder. Es kommt jedes Mal davon, wenn ich diese neu gelernten Tricks anwenden will, die dann doch zu nichts führen. Und das ist wirklich das Problem gerade. Seit einigen Parts sogar schon. Wieso ist er nicht abgesprungen? Ich hasse es. Boah, sorry, dass ich jetzt laut schreien muss, ey. Es ist schon wieder passiert. Ja. Schau mir gleich ein Power-Up. Ihr seht doch, dass es so nicht weitergehen kann. Wieso müssen es am Ende doch noch Geister sein? Warum? Das ist doch Crap. Da kann ich lieber Mario Game zocken gehen. Da habe ich diese gottverdammten Geister auch. Schon wieder verarschen lassen. Nee, ich schau mir ein Power-Up. Das geht so nicht. Nein, ich bin's leid. Hab wirklich keinen Bock mehr, mich bei Mario Hex so verarschen zu lassen. Ich war sogar schon kurz davor, mit Safe States zu spielen. Ja.
Gebt es mir einfach. Gebt es mir. Ich hab's doch eh verdient. Ich reg mich wieder mehr über mich auf, als wenn ich teilweise so oder so schon scheiße spiele und mir dadurch die Fehler passieren. Also im Normalfällen schon. So, hier hätten wir ein Dings bekommen. Nett. Ja. Toll. Was? Wozu brauche ich den P-Switch? Wozu brauche ich den P-Switch? Der ergibt doch keinen Sinn hier gerade. Dieser Scheißgiftpilz! Ich sehe das doch nicht mal! Ach Mann. Dieser Hack verarscht mich gerade. Nö, jetzt bin ich noch mehr enttäuscht von diesem Spiel. Das ist schon wieder so ein Punkt. Warum wieder jeder Hack-Ersteller mit allem reinscheißt. Jetzt ist er wieder nicht von dem Geist runtergegangen. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Vor allen Dingen ist dieses Level so oder so schon scheiße. Ja. Erstens, wenn zu viel Gegner gespamme. Zweitens, wenn diesem beschissenen Design. Nö, es geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Dieser Romet ist offiziell scheiße. Alleine, dass dieser Hack schon verglitscht ist auf der Map. Ja. Scheißpilz. Ey, ich könnte manche Leute echt in den Arsch treten mit den scheiß Blind Jumps. Ich bin heute gut gelaunt in die Aufnahme gegangen und dann sowas, ey. Mann, was ist denn das für ein Level? Und noch zudem bin ich vorhin auf einem wenigstens moderaten Schwierigkeitsgrad ausgegangen. Aber das hier ist doch oberste Grütze. Ja, jetzt haben wir 10 Minuten für ein Level gebraucht. Peinlich hat jetzt nicht mehr. Lasst diese scheiß Giftpilze sein.
Ohne Witz. Die haben mir bei Lost Levels schon gereicht. Oh, du auch noch. Nö, jetzt bin ich gerade wirklich stinke sauer gerade auf diesen Hack. Ich würde schon sagen, wenn jetzt schon wieder so ein scheiß Giftfetz gewesen wäre, ich hätte ausgerastet. Ja! Als ob diese scheiß Hitboxen nicht schon noch genug sind. Wow. Einfach nur noch wow, Leute. Darf ich mir erstmal wieder Items holen? Wie es aussieht, werden wir dieses Ding auf jeden Fall noch nicht durchspielen. Weil mich jetzt dieses Geisterlevel total aufgehalten hat. So. Die Items müssen mich jetzt retten. Kannst du die ausstecken lassen? Ja, als ob das nicht noch genug war, müssen auch noch diese scheiß Spinies rumirren. Boah, das ist ein Part, ey. Ganz schlimm. Nö. Du kannst mich mal. Und ich hatte eben keine Wahl. Ich musste mich treffen lassen. Nö. 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 Nein. Es reicht langsam. So ein beschissenes Design kannst du dir echt nicht ausdenken. Dieses Level mache ich auf jeden Fall noch so gut es geht. Und dann ist Schluss hier. Bin schon zweimal kurz davor, das mit Safe States zu machen. Weil ich es satt bin. An Super Luigi Land kommt für mich sowieso nichts ran. Das ist einfach nur ein Rotzspiel hier. Ich sehe es doch nicht ein, mich ewig hier verarschen zu lassen. Und das sage ich doch schon seit mehreren Parts. Fick dich! Ja! Genau! Ach, weißt du was? Ich lass mich töten und hol mir neues Zeug. Nö. Was haben wir hier denn überhaupt noch? Oh ja, das Tape nehme ich auch mit. Schon habe ich das Tape verzockt. Das war ja so klar. Bei so einer Cut-Level schaffe ich es nicht mal einen Millimeter weit. Ich kotze gleich ins Essen. Wirklich. Sind die besten Ausraster wie lange nicht mehr. Wegen so einem Rotzhack. Dem Hackersteller sollte ich mal Varios Adventure ans Herz legen. Soll er das mal ohne Safe-State schaffen, bis er schwarz wird. Und rumjaulen.
gerade wieder ein bisschen zu beruhigen. Okay. Und wir sind in Bowser's Tower, aber den machen wir im nächsten Part. Bin gespannt, wie das wird. Aber so einfach werde ich auch nicht aufgeben. Das kommt nicht in die Tüte. Der Hack wird auf jeden Fall zu Ende gemacht. Also, wir sehen uns dann, Leute.